Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich heute mit euch ein wenig zusammen spekulieren möchte, ob wir eventuell das Café und damit natürlich auch Coffee im nächsten Update sehen könnten. Schreibt mir gerne jetzt schon mal in die Comments, ob ihr in Zukunft öfter solche Videos sehen möchtet, in denen ich euch meine Gedankengänge zu verschiedenen Dingen im Spiel mitteile. Ich finde sowas ja immer mega spannend und mir hat es auch schon in älteren Videos immer richtig Fun gemacht, eure Meinungen und Theorien in den Comments im Nachhinein dann zu lesen. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Animal Crossing Discord-Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also, falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord-Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem habe ich vor einiger Zeit einen kleinen Animal Crossing Amazon Store eröffnet mit richtig nicem Stuff. Also, falls ihr noch auf der Suche nach Animal Crossing Plüschs, Kissen oder Amiibo-Figuren seid, schaut gerne im Shop vorbei. Der Link zum Shop ist ebenfalls in der Beschreibung. Das Café wurde damals in Animal Crossing Wild World eingeführt und war ab dem Zeitpunkt ein fester Bestandteil des Spiels und eigentlich nicht mehr wegzudenken. Umso verwunderter war die Community, eingeschlossen mir, als wir damals im Trailer zu New Horizons keine Spur von Coffee zu sehen bekamen. Auch beim damaligen Release des Spiels, also am 20. März, war dann endgültig klar, dass Coffee nicht von Beginn an in New Horizons dabei sein wird. Bis zum aktuellen Zeitpunkt ist der Großteil der Spieler jedoch davon überzeugt, dass wir Coffee mit einem der zukünftigen Updates sehen werden. Jedoch lässt dieses so sehr gewünschte Update seit Release des Spiels ganz schön lange auf sich warten. Bis jetzt gab es für New Horizons 4 größere Updates, die zwar zum größten Teil wirklich nicen Content mit ins Spiel gebracht haben, wie zum Beispiel die im letzten Update dazugekommene Farming-Funktion oder das um einiges verbesserte Schlummer-Feature, jedoch fehlt von einem Café bis jetzt immer noch jede Spur. Wobei das nicht so ganz stimmt. Spuren für ein kommendes Café sowie für Gyroids gab es nämlich schon bereits im April im Code des Spiels zu entdecken. Zu den damaligen Dataminer-Infos habe ich by the way damals auch ein Video für euch hochgeladen, welches, wenn man es sich heute anschaut, echt interessant ist. Vor allem, da so viele Sachen, die damals im Code gefunden wurden, mittlerweile wirklich im Spiel sind. Also, falls euch das interessiert, klickt einfach auf das kleine i oben rechts, da habe ich euch das Video nochmal verlinkt. Also, dass das Café kommt, ist so ziemlich sicher. Nun bleiben eigentlich nur noch zwei Fragen offen. Zum einen, wann wird es kommen und in welcher Form? Denn wie auch schon in einer meiner letzten Videos erwähnt, gab es das Café bis jetzt in zwei Versionen. Einmal als Teil des Museums, das war in Wild World und Let's Go to the City der Fall, und einmal als eigenständiges Gebäude, so wie in Animal Crossing New Leaf. In Wild World und Let's Go to the City diente das Café by the way auch noch als Bühne für KK und als Lagerplatz für Gyroids, wohingegen es bei New Leaf eine komplett neue Gameplay-Funktion erhielt und man dort bei Coffee beim Servieren von Kaffee aushelfen konnte und im Gegenzug nach einiger Zeit besondere Items erhielt. Ich selbst bin mir aktuell tatsächlich echt unsicher, was ich besser finden würde. Auf der einen Seite fände ich es mega cool, wenn das Café wieder ein Teil des Museums werden würde und ich so eventuell wieder ein wenig diesen Let's Go to the City Vibe auf meine Insel bekommen würde. Aber auf der anderen Seite würde ich auch echt gerne ein eigenständiges Café-Gebäude in der New Horizons Grafik sehen wollen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Comments, würde mich echt interessieren. Aber was spricht nun eigentlich dafür, dass wir im kommenden Update das Café in New Horizons sehen könnten? Nun, zum einen ganz klar die Zeit. Wie vorhin schon erwähnt, wurden bereits vor einem halben Jahr im Code Hinweise gefunden, dass am Café und an den Gyroids gearbeitet wird. Und so langsam wäre es dann auch mal an der Zeit, dass diese ins Spiel kommen. Was auch ganz interessant ist und meiner Meinung nach dafür sprechen könnte, dass wir das Café im nächsten Update sehen werden, ist die Tatsache, dass die Hinweise zu den Gyroids im Code des Spiels seit dem Oktober-Update verschwunden sind bzw. von den Entwicklern versteckt wurden. Warum genau sollte das jetzt dafür sprechen? Nun, die Codezeilen über das Gemüse im Spiel wurden vor dem Oktober-Update im Code des Spiels ebenfalls versteckt und daraufhin wurden dann die Kürbisse mit dem Oktober-Update veröffentlicht. Die neuesten Dataminer-Infos habe ich by the way in einem meiner letzten Videos mit euch geteilt. Falls euch das interessieren sollte, schaut gerne in die Infocard, dort habe ich euch das Video nochmal verlinkt. Neben den Dingen, die für das Café im nächsten Update sprechen, gibt es jedoch einen Punkt, von dem ich denke,
dass dieser dagegen sprechen könnte. Und dieser Punkt ist Gernot und Chris. Diese wurden beide im letzten Trailer zum Oktober-Update nochmal bestätigt und zumindest bei Gernot bin ich mir sicher, dass dieser nochmal einigen Content mit ins Spiel bringen wird. In vorherigen Teilen war er zwar nur ein Event-NPC, aber ich denke gerade aufgrund der neuen Farming-Funktion werden wir durch ihn neben seinem Event auch noch weitere neue Gemüsesorten mit ins Spiel bekommen. Daher denke ich, dass wenn zu diesen zwei bestätigten NPCs nun zusätzlich auch noch Coffee und die Girls mit dazu kämen, es für Nintendo-Verhältnisse zu viel Content für ein Update wäre. Jedoch sollte man niemals nie sagen, zumal das September- bzw. Dezember-Update das wahrscheinlich letzte große Update für dieses Jahr sein wird. Aber was ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr, dass wir Coffee noch dieses Jahr im Spiel sehen werden? Und wenn ja, in welcher Form? Das schlimmste Szenario, was ich mir ja vorstellen könnte, ist, dass wir ihn ähnlich wie Gerd einfach mit so einem Kaffee-to-go-Stand einmal in der Woche vor dem Service-Center stehen sehen. Eieiei. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Video zu Coffee und meine Gedanken dazu gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 67,4% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.